Heute für euch 11 Unterschiede von den Harry Potter Büchern zu den Filmen. Das und mehr jetzt in diesem Video. Das Harry Potter Universum ist ein unglaublich großes und vielseitiges Projekt, welches immer wieder in den Büchern und in den Filmen erweitert wurde. Logischerweise gibt es dabei auch einige Unterschiede zwischen den Büchern und den Filmen. Heute werde ich euch 11 dieser Unterschiede vorstellen. Aber bevor wir damit starten, bei Instant Gaming bekommt ihr alle Spiele, die ihr euch sonst woanders kaufen würdet, einfach günstiger. Und das neue Hogwarts Legacy Spiel natürlich auch. Dieses ist um fast 30% reduziert. Passend dazu gibt es gerade noch ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Aber jetzt lasst uns direkt loslegen mit dem Video. Auf der Nummer 1 haben wir Harrys Fahrt zu King's Cross und zum Gleis 9 Dreiviertel. Diese verläuft nämlich im Buch und im Film ziemlich verschieden. Im Film wird Harry von Hagrid gefunden und nachdem er sich in der Winkelgasse mit dem Nötigsten eingedeckt hat, erscheint er am Tag seiner Abreise nach Hogwarts fast einen Monat nach seinem Geburtstag am Bahnhof King's Cross. Aber in den Büchern kehrt Harry zum Haus der Dursleys zurück, nachdem sie erfahren haben, dass er ein Zauberer ist. Harry hatte große Vorfreude darauf, das Haus seines Onkels und seiner Tante zu verlassen und endlich das Leben zu leben, was er wollte. Schließlich sind es die Dursleys, die Harry nach King's Cross bringen. Auf der Nummer 2 haben wir das Treffen zwischen Harry Potter und Draco Malfoy. Der Beginn der Feindschaft zwischen Harry und Draco wird im Buch und im Film unterschiedlich dargestellt. In den Filmen treffen sich die Figuren im Schloss, kurz vor der Zeremonie, wo der sprechende Hut die Schüler in ihre Häuser einsortiert. Draco machte sich über Ron und seine Familie lustig, woraufhin Harry ihn sofort nicht mehr leiden kann. Im Buch treffen sich Harry und Draco in der Winkelgasse in einem Laden, um Materialien für Hogwarts einzukaufen. Draco erkennt Harry zunächst nicht, aber spricht schlecht über Hagrid, was den gleichen schlechten Eindruck für Harry wie im Film hinterlässt. Es macht also keinen großen Unterschied, aber ist trotzdem ein Unterschied zwischen den Büchern und den Filmen. Auf der Nummer 3 haben wir die Flucht aus Azkaban. Im Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wird die Flucht aus Azkaban als unmöglich beschrieben. Die Flucht von Sirius Black löste eine Flutwelle in der Zaubererwelt aus und alle fragten sich, wie er es geschafft hat, aus diesem vermeintlich unausbrechbaren Gefängnis auszubrechen. Später erfährt man, dass er entkam, indem er sich in einen Hund verwandelte und so der Überwachung durch die Dementoren entkommen konnte. Und das liegt daran, dass Dementoren weniger empfindlich auf Tiere reagieren als auf Menschen. Außerdem sind Dementoren blind. Und so ist es Sirius Black gelungen, als Animagus, also in Gestalt eines Tieres, aus Azkaban auszubrechen. Das ist eine nette Beschreibung, aber diese wird im Film komplett weggelassen. Man weiß nur, dass er entkommen konnte. Wir wussten auch nicht, dass er die Fähigkeit hat, sich in einen Hund zu verwandeln. Kommen wir nun zu Nummer 4. Es gab in Hogwarts einen geisterhaften Professor, der in seinem eigenen Klassenzimmer vor Langeweile gestorben ist und der wahrscheinlich nicht weiß, dass er tot ist und der seine Studenten weiter unterrichtet. Sein Name war Professor Binns. Im Film tauchte dieser Professor leider gar nicht auf. Kommen wir nun zu Nummer 5. In den Filmen werden nicht nur Harrys Eltern Lily und James, sondern auch diverse Hogwarts-Lehrer so viel älter dargestellt, als sie es in den Filmen sind. James und Lily waren zum Zeitpunkt ihres Todes gerade einmal 21 Jahre alt. In den Einblendungen sehen sie aber eher aus wie Mitte 30. Und auch Professor McGonagall müsste bei Harrys Schuleintritt nicht ganz 55 Jahre alt sein. Porträtiert wird sie in den Filmen aber, als sei sie über 70, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Nummer 6. Der sechste Teil der Harry Potter-Reihe heißt Harry Potter und der Halbblutprinz. Im Verlauf des Films stellt sich zwar genau raus, wie in den Büchern, dass Snape der Halbblutprinz ist, doch es wird nicht genau erklärt, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Im Buch wird hier besser drauf eingegangen. Der Mädchenname von Snapes Mutter war Prince und sein Vater war ein Muggel. Kombiniert ergibt sich Halbblutprinz. Nummer 7. Das Ende des dritten Teils. Der Film und das Buch enden nämlich nicht auf die gleiche Weise. Obwohl beide ein Ende haben, welches mit Sirius Black verbunden ist. Im Film fliegt Harry vor den Augen seiner Klassenkameraden und Freunden mit dem Feuerblitz in die Lüfte. Dieser Besen war ein Geschenk von seinem Patenonkel Sirius Black.
Im Buch war das ein wenig anders. Dort fährt Harry nach King's Cross zurück und erhält einen Brief von seinem Patenonkel Sirius, der ihm als Vormund die Erlaubnis erteilt, in seinem nächsten Jahr in Hogwarts an dem Ausflug nach Hogsmeade teilzunehmen. Diesen konnte er vorher nicht wahrnehmen, da er keinen Vormund hatte, der für ihn unterschreiben wollte. Diese Geste von Sirius ist eher ein symbolisches Geschenk für Harry. Aber obwohl das Buch und der Film unterschiedlich enden, sind beide Enden darauf aus, Sirius als eine Art neue Vaterfigur vorzustellen. Eine Vaterfigur mit einer echten familiären Liebe, die er seit dem Tod seiner Eltern nicht mehr kannte. Nummer 8: Die mysteriöse Vergangenheit von Aberforth Dumbledore. Albus Dumbledore erklärte die Vergangenheit seines Bruders im letzten Film nicht, was angesichts der Komplexität des Charakters von Albus Dumbledore eine seltsame Entscheidung ist. Die Leute, die den Film geguckt haben, da bin ich mir sicher, hätten gerne mehr über den Zauberer erfahren wollen. Auf der Nummer 9 haben wir die Geschichte von Lord Voldemort. Ein großer Teil vom sechsten Buch beschäftigt sich mit Tom Riddle, seiner dunklen Vergangenheit und all den grausamen Taten, die er vollbrachte. Leider hat man im Film dazu nicht allzu viel gesehen. Wir haben zwar von Tom Riddle alias Lord Voldemort im sechsten Film mehr als in jedem anderen Film zu Gesicht bekommen, aber auch nicht so viel wie im Buch. Wir erfahren nichts über das Ausmaß der Grausamkeit von Voldemort in den Filmen und dazu hätte ich mir persönlich mehr gewünscht. Auf der Nummer 10 haben wir Harrys Augen. In den Büchern wird mehr als einmal erwähnt, dass er grüne Augen hat, genau wie seine Mutter. Etwas, das zwar nichts an der Geschichte ändert, aber für die Harry Potter-Fans einen hohen Wiedererkennungswert hat. Der Schauspieler Daniel Radcliffe hingegen hat blaue Augen und konnte sich nicht daran gewöhnen, grüne Linsen zu tragen. Die Lösung bestand darin, den Star mit seiner natürlichen Augenfarbe zu belassen, die sogar zu den Augen von Geraldine Somerville passte, die in den Filmen Harrys Mutter Lily spielte. Nummer 11. Die Karte des Rumtreibers und all die Geheimnisse ihrer Entstehung wurden enthüllt. Wir wissen, dass sie von Remus Lupin, Sirius Black, Peter Pettigrew und James Potter erschaffen wurde. Die vier waren seit ihrem ersten Jahr in Hogwarts befreundet. Als die drei, James, Sirius und Peter, entdeckten, dass sich Remus immer wieder unfreiwillig in einen Werwolf verwandelte, beschlossen sie aus Freundschaft und weil Remus sich nicht so alleine fühlen sollte, sich den Animagi-Zauber beizubringen. So konnten sie ihm während seiner Verwandlung Gesellschaft leisten. Später während der Schulzeit entwickelten sie die Karte des Rumtreibers, eine perfekte Methode, um alles in der Schule zu sehen und sich nachts nach Hogsmeade zu schleichen. Die Karte wurde schließlich konfisziert und Jahre später von Fred und George Weasley wiedergefunden. Die beiden gaben die Karte schließlich weiter an Harry. Im Film ist über die Karte des Rumtreibers in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban absolut nichts bekannt, außer dass die Brüder Fred und George Weasley sie für viele Untaten benutzten, bevor sie sie Harry übergaben. Und dass die Karte von den anonymen Gründern Tatze, Krone, Wurmschwanz und Mooney entworfen wurde. Der Film verrät weder den Grund für die Entstehung der Karte, noch die Identität der vier Schöpfer mit der Ausnahme von Remus Lupin, der Harry im Laufe des Films verrät, dass er einer von ihnen ist. Warum ist das aber problematisch? Naja, es nimmt einen wichtigen Teil des Originalbuches weg bzw. überträgt es nicht auf den Film. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass die vollständigen Infos zwar in den nächsten Filmen auftauchen, aber im dritten Teil hätten die Infos den Zuschauern der Filme sehr geholfen, ohne dass sie die Bücher gelesen haben. Einige Unterschiede zwischen den Büchern und den Filmen liegen einfach daran, dass in den Büchern viel mehr Spielraum ermöglicht wird, denn der Film ist offensichtlich auf eine bestimmte Spielzeit begrenzt und die Bücher haben da viel mehr Platz. Aber trotzdem gibt es auch Unterschiede, die nichts mit der Spielzeit im Film zu tun haben, wie zum Beispiel die falsche Augenfarbe von Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Art von Format findet und ob ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.